sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gasthörerinnen und Gasthörer, liebe Studierende, ich freue mich ganz besonders, dass es gelungen ist, einen sehr geschätzten Kollegen und lieben Freund aus Luxemburg für heute nach Hildesheim zu holen, zu einem Thema, das gar nicht so weit historisch entrückt und entfernt ist von der aktuellen Konstellation der Geschichte der europäischen und Integration der Gegenwart der europäischen Integration. Nebenbei bemerkt, Timing wieder einmal relativ gelungen. Wir sind gerade in der Hauptvorlesung beim Thema Schumann-Plan, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, hohe Behörde, das ist die Vorläufereinrichtung, das Vorläuferorgan der heutigen EU-Kommission. Da passt es nahezu ideal, dass Dr. Charles Bartel, Direktor des Centre Robert Schumann, hier bei uns in Hildesheim ist. Ich darf, wie es sich gebührt, unseren Gast vorstellen. Herr Bartel ist 1960 in Luxemburg geboren, stammt aus einer Grubenarbeiter-, Stahlarbeiterfamilie, also handfest. Einer der Vorfahren war auch Schmied, also Eisen, Kohle und Stahl war von Anfang an schon dem Charles Bartel in die Wiege gesehen. Er hat studiert nach Lycée am Centre Universitaire Luxembourg und dann ist er nach Frankreich gegangen, hat an der Universität Straßburg, DEU 2, entsprechend fortgesetzt studiert. Er hat auch das Lehramt studiert. Er hat auch eine Professur für Geschichte am Lycée Technique du Centre et du Lycée Athénée de Luxembourg inne gehabt, also am Athenäum, einem sehr angesehenen Gymnasium in Luxemburg, das stolz ist, zu seinen Schülern auch Robert Schumann zu zählen. Dr. Bartel war in den Jahren 1984 bis 2001 zunächst im Lehramt tätig, als Professor, wie es in Luxemburg heißt, auch in Österreich heißt das so, alle Lehrer sind Professoren. Professor für Geschichte ist eigentlich wunderschön. Was ihn dann in die Geschichtsforschung getrieben hat, geführt hat, war eine besondere Sache, nämlich der 150. Geburtstag des Großherzogtums Luxemburg zu dienen. Historiker der europäischen Geschichte wissen das ganz genau. 1839, Luxemburg wird unabhängig, man sagt Unabhängigkeit des Großherzogtums, und es gab im Kontext des 150-jährigen Gedenkens, Erinnerns an die Unabhängigkeit des Großherzogtums eine große Ausstellung, une grande Exposition consacrée. Und anlässlich dieser Feierlichkeiten der Unabhängigkeit Luxemburgs, 150 Jahre, hat Dr. Bartel auch bei einer groß angelegten, der größten Ausstellung des Landes mitgewirkt, hat hier seine erste, wenn man so will, auch Fühlungnahme mit Professor Gilbert Rausch erleben können. Gilbert Rausch ist einer der angesehensten Historiker der Geschichte Luxemburgs, wenn man so will, einer, der die Nationalstaatsgeschichte Luxemburgs verfasst hat, über die Luxemburger Nationalstaatswerdung, das Großherzogtum gearbeitet hat, aber auch immer mit Blick auf die internationalen Beziehungen, immer mit Blick auf die europäische Integration. Und man kann sagen, dass Charles Bartel eng auch mit dieser Forschungsarbeit, mit den Lehren und Wirken von Gilbert Rausch in Verbindung stand und steht. So ist er auch zum Centre d'études et de recherche européenne Robert Schumann gestoßen, war dort lange Mitarbeiter von Gilbert Rausch und hat dann schließlich auch promoviert an der Université d'Aix-en-Provence, Marseille, unter Professor Philippe Mioche, unter anderem zum Thema der Anfänge der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion nach dem Ersten Weltkrieg und der Entstehung der ersten Rohstahlgemeinschaft. In der Zwischenzeit, Zeiten ändern sich, ist Herr Bartel selbst Direktor des Centre Robert Schumann in Luxemburg, das mit vielen Aktivitäten verbunden ist. Er ist gleichzeitig auch Generalsekretär der Verbindungsgruppe der Professoren der Zeitgeschichte bei der Kommission der Europäischen Union. Er ist selbst auch hauptsächlich verantwortlich für die wissenschaftliche Aufbereitung von der Geschichte der europäischen Integration
die Revue d'Histoire de l'Intégration Européenne, also die Zeitschrift für Geschichte der europäischen Integration, die dreisprachig erscheint, Journal of European Integration History, ist ganz maßgeblich mit dem Namen Charles Bartel verbunden. Ohne Charles Bartel würde es diese Zeitschrift, die seit 1995 existiert, so nicht geben. Ich habe einige Exemplare mitgebracht, dass Sie sich mal ein Bild machen können von der Tätigkeit. Aber die Publikationen, die Veröffentlichungen begrenzen sich nicht nur auf die Aktivitäten von Dr. Bartel, auf das Journal of European Integration History. Er hat eine Fülle von Werken vorgelegt, schon die Maîtrise, die Masterarbeit zum Thema Le Réseau de Ceinture, Histoire et Début de la Compagnie de Chemin de Fer Prince Henri, eine Luxemburger Eisenbahngesellschaft der Jahre 1864 bis 1890. Also Eisenbahngeschichte, Verkehrsgeschichte ist ein wichtiger Forschungsschwerpunkt. Dann natürlich vor allen Dingen, was auch das Werk von Schubert Rausch in gewisser Weise widerspiegelt, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, aber auch des 19. Jahrhunderts, des Großherzogtums Luxemburg. Die Entente Belgo-Luxembourgeoise, Konvention von Brüssel, die Jahre 1948 bis 1954, hier hat sich Dr. Bartel ebenfalls wissenschaftlich hervorgetan. Luxemburg und Europa, die Erfassung der relevanten Literatur, eine Auswahl, Bibliografie, Rote Erde, Luxemburg, Stahlindustrie zwischen internationalem Wettbewerb und grenzüberschreitender Völkerverständigung. Emil Mayrisch, eine Figur, die ganz zentral ist für die 20er Jahre und die Stahlkartellformation hat Dr. Bartel sehr beschäftigt. Zwischen Belgien, zwischen Frankreich, zwischen Deutschland, da liegt eben Luxemburg, da ist die Rolle von Emil Mayrisch, da ist die Rolle der wichtigen Stahlindustrie Luxemburgs immer wieder ein Forschungsgebiet durch intensive Publikationen von Dr. Bartel gewesen und ist es. Josef Bech, vielleicht kennen ihn noch ältere Semester, Ministerpräsident von Luxemburg, der in den 20er Jahren schon eine Rolle spielt und vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg mit Blick auf Montanunion, Sitz der Montanunion, wichtig in Brüssel, in Luxemburg, in Luxemburg, hohe Behörde sitzt in Luxemburg und vor allen Dingen auch wichtig für die römischen Verträge. Was Dr. Bartel auch sehr beschäftigt, die Krise der Eisen- und Stahlindustrie und die Frage der Firmenverflechtungen als Grundstein internationaler Entspannungspolitik, vor allen Dingen auch die Netzwerke zwischen industriellen Unternehmern im Bereich der europäischen Stahlproduktion. Wie gesagt, es ist Verkehrsgeschichte, Straßenbaugeschichte, Eisenbahn, Stahlgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die Dr. Bartel auszeichnen. Und ich bin sehr glücklich, dass wir, ich sagen darf, dich gewinnen konnten heute Abend zu einem Thema, das Sie auch interessiert, das europäische Stahlkartell der 1960er Jahre und der unrühmliche Abgang der hohen Behörde der Montanunion. Und heute werden wir einiges, was hinter den Kulissen gelaufen ist, was jenseits von Schumann, Mythologie, von Heiligen und Gründervätern der Europäischen Union auch zu sehen und zu verstehen ist zur Geschichte der europäischen Integration gehört. Herzlich willkommen und ich freue mich auf die Ausführungen. Bitte schön. Herzlichen Dank, lieber Michael, erstmal für die Einladung hierher. Nach Hildesheim zu kommen, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich hier bin, muss ich gestehen. Ich habe auch noch nicht viel von der Stadt gesehen, das kommt morgen anscheinend. Vielen Dank auch für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, dass ich Ihnen gerecht werde. Das werden wir ja jetzt sehen. Meine Damen, meine Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hierher gefunden haben, besonders bei diesem schönen Wetter, können Sie sich mal vorstellen, dass es sich besser in der Gartenlaube sitzt als hier. Deshalb ist mein Dank an Sie umso größer und ich hoffe, dass ich Sie nicht enttäusche. Wenn Sie erlauben, möchte ich Sie, nicht weil ich daher komme, sondern weil es dafür einen guten Grund gibt, nach Luxemburg entführen. An die Place de Metz, wo sich der Sitz der hohen Behörde der europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, oder auch noch die Montanunion, wie man gemeinerhand sagt, wo sich eben der Sitz dieser hohen Behörde befand. Michael hat es bereits erwähnt, diese hohe Behörde ist sozusagen der Vorläufer der heutigen EU-Kommission in Brüssel. Hier in diesem Gebäude fand am 14. Dezember 1965 eine recht sonderbare Sitzung statt. Anwesend waren natürlich die neuen Mitglieder dieser hohen Behörde, die bestand aus neun gleichberechtigten Mitgliedern unter der Führung eines Präsidenten, der aber nur ein Primus inter pares war, der also keine besonderen zusätzlichen Rechte hatte, begleitet von ihren Kabinettschefs und den Chefs der wichtigsten Abteilungen der Montanunion. Stahlabteilung, Marktabteilung, juristische Abteilung etc. Die saßen auf der einen Seite des Tisches, gegenüber saßen ihnen die Herren aus dem Stahlclub. Der Stahlclub war 1953 gegründet worden in Düsseldorf und ist eine internationale Vereinigung der Stahlorganisationen aus den 6 Mitgliedsländern der ersten europäischen Gemeinschaft. Und bei dieser Gelegenheit bieten die Herren Industriellen den Herren aus der Hohen Behörde vor, die Schirmherrschaft über ein Kartell zu übernehmen. Dabei muss man wissen, dass Kartelle eigentlich laut Pariser Vertrag, der diese Montanunion gründete, strengstens verboten sind. Und nach Artikel 65 werden jede Form von Kartellen strengstens untersagt. Und dass nun die Bosse aus der Industrie kommen und den Herren anbieten, die Schirmherrschaft über so ein Kartell anzunehmen, das zeigt ihnen schon, dass die Lage, sagen wir mal, sehr kritisch war. In der Tat, die meisten Leute, wenn sie an die 60er denken, denken gleich an die Golden 60s, wo es gebrummt hat. Aber die Wirklichkeit sieht doch etwas anders aus. Denn in Wirklichkeit steckt die Stahlindustrie in den 60er Jahren in einer ziemlich tiefen Krise. Das lässt sich nicht so direkt anhand der Produktionszahlen erkennen. Denn die Produktion, hier sehen Sie von 1955 bis 1966, ist stets steigend. Und gerade daher kommt auch bei den Leuten diese falsche Vorstellung, aha, es brummt, die Hochöfen spucken Stahl in jeder Menge raus, da kann es den Herrn ja nicht schlecht gehen. Das ist aber ein fataler Trugschluss, denn in der Stahlwirtschaft geht es nicht nur an, viel zu produzieren, sondern man muss auch anständige Preise dafür erzielen. Und da sehen Sie die Kurve, die Kurve der Exportpreise für einzelne Stahlsorten, Armierungseisen, Stabeisen, Feinbleche, Mittelbleche. Man hätte jetzt auch noch weitere wählen können. Aber Sie sehen, die Tendenz ist absolut eindeutig vom Anfang der 60er Jahre an. Ab Herbst 61, 62 läuft die Sache schief und die Preise purzeln und zwar ganz gehörig. Wie Sie sehen können, zum Beispiel hier Armierungseisen fällt von etwa 100 Dollar, von 100 US-Dollar Anfang der 60er Jahre auf 70 Dollar. Das sind 30 Dollar pro Tonne weniger. Das ist enorm. Und für verschiedene Produkte gibt es sogar noch wesentlich heftigere Preiseinbußen. Und damit natürlich, ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht lange zu erklären, der sagt Preisverfall, sagt auch eben Gewinnverfall, also die Unternehmen verdienen weniger, verkaufen ihren Stahl zum Teil zu den Bestehungskosten, zum Teil sogar darunter.
Das heißt also, es ist wirklich hier eine heftige Krise entstanden, die den Industriekapitänen Kopfzerbrechen bereitet. Nun will ich nicht lange über die Ursachen dieser Krise reden, das ist eigentlich nicht so weiter unser Thema, nur ganz, ganz kurz am Rande, es gibt sehr viele Ursachen dafür, zum Beispiel die verschärfte Konkurrenz auf den internationalen Märkten. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es in immer mehr Ländern die Aufstellung von Stahlindustrien, von nationalen Stahlindustrien. Es gibt also immer mehr Anbieter auf dem Markt und es gibt dagegen immer weniger Märkte, auf denen man noch frei verkaufen kann. Das heißt mit anderen Worten, die Konkurrenz wird sehr, sehr scharf. Hinzu kommen für die Europäer innerhalb der EEKS, innerhalb der Montanunion, Billigimporte aus dem Ostblock. Wir sind in den frühen 60er Jahren nach der Kuba-Krise in einer Phase der Entspannung, der internationalen Entspannung. Übrigens, Kuba-Krise, die sehen Sie hier überhaupt nicht in der Grafik. Normalerweise, wenn eine internationale Krise vom Ausmaß der Kuba-Krise ansteht, dann springen die Preise in die Höhe bis in den Himmel. Nichts, nichts hat sich damals gerührt. Das ist ein Zeichen dafür, dass es wirklich schlecht steht. Nun, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass nach dieser Kuba-Krise es international zu einer gewissen Entspannung kommt und die westlichen Regierungen versuchen auch eben mit dem Ostblock ins Gespräch zu kommen, indem man Handelsverträge abschließt und es zulässt, dass Ostblockstaaten, Polen zum Beispiel, aber auch die DDR, Material nach Europa in die Montanunion liefert und das trägt natürlich weiter dazu bei, die Preise in Europa zu versauen, denn diese Produkte, die aus Osteuropa kommen, sind natürlich spottbillig, denn es geht nicht darum, gewinnbringend Material zu verkaufen, es geht den Ostblockstaaten hauptsächlich darum, sich Devisen zu beschaffen, mit denen man andere Technologien im Westen einkaufen kann. Hinzu kommt, das wäre der letzte Grund, den ich erwähnen möchte, das, was Direktor der Stahlabteilung der Montanunion genannt hat, der Produktionswahn der Hersteller. Viele Hersteller, und das liegt eigentlich in der Logik der Stahlproduktion, gehen davon aus, dass sie ihren Gewinn maximieren können durch mehr Produktion. Und auch wenn man nur wenig durch mehr Produktion verdient, ist das immer besser, als Anlagen dicht zu machen. Und das hat dazu geführt, dass sich allmählich im Laufe der Zeit in Europa eine ganze Reihe von Anlagen angehäuft hat, die schrecklich veraltet sind, nicht mehr rentabel produzieren, aber trotzdem immer noch produzieren. Und deshalb kommt es schließlich, dass man in Europa ab 1962 auch und immer mehr auf Halm produziert. Das heißt, die Lager der einzelnen Unternehmen füllen sich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das ist natürlich das falsche Signal an den Markt. Denn die Kunden, die sehen das natürlich. Und die spekulieren, dass die Preise noch weiter fallen werden. Was natürlich in ihrem Interesse ist. Und das bringt die Industriellen in Teufelsküche. Denn um zu verkaufen, müssen sie jetzt Tricks, okkulte Rabatte, das heißt also, man verkauft nach wie vor zu den offiziell bei der Montanunion deklarierten Preisen, aber in Wirklichkeit gewährt man den Kunden unter der Hand Rabatte oder Rückzahlungen oder andere Tricksereien sind zum Beispiel die falsche Deklarierung von Exporten, die dann kurz vor dem Exporthafen plötzlich umgedreht werden und irgendwo in einem Binnenmarkt verschwinden. Es gibt da keine Grenzen für den Einfallsreichtum der Industriellen, wie man die Preise der Konkurrenz heimlich unterbieten konnte. Und Sie sehen, oder Sie können sich es denken,
dadurch wird natürlich die Spirale nach unten nur noch zusätzlich angeheizt. Man muss also irgendwas unternehmen. Und das, was die Stahlbosse als Antwort auf die missliche Lage, in der sie sich befinden, bieten, ist ganz klassisch. Man sucht das Heil in Absprache. Auf nationaler Ebene natürlich, aber auch eben international, besonders eben unter den sechs der Montanregierungen. So fängt man an, Ende 61, Anfang 62, die Exportkommission der sogenannten Brüsseler Konvention zu reanimieren. Schon 1953, kurz nach Inkrafttreten der Montanunion, hatte es Probleme gegeben beim Verkauf, besonders beim Verkauf auf den internationalen Märkten. Und schon gleich nach Eröffnung des gemeinsamen Marktes 1953 hatten die Stahlindustriellen eine Konvention abgeschlossen, ein Kartell abgeschlossen, mit dem eben die Exporte außerhalb der Montanunion reguliert werden sollte. Hauptsächlich durch Preisabsprachen, durch Aufteilung der Märkte etc. Aber diese Exportkommission, die man wieder ins Leben rief, die gab zwar den einzelnen Unternehmen richtungweisende Vorgaben, zu welchem Preis man wo verkaufen sollte, aber diese Empfehlungen waren halt eben nur Empfehlungen, die nicht verbindlich waren. Und so kommt es auch da, wie ich es eben vorhin schon beschrieben habe, auch da ist natürlich jedermann einverstanden zu unterschreiben, dass man die Bedingungen respektiert und hofft vor allem, dass die anderen das tun, während man selber eben Bedingungen, die man akzeptiert hat, untergräbt und versucht, eben sein Schäflein aufs Trockene zu kriegen. Das heißt, das funktioniert ganz einfach nicht, weil es keinen Zwang gibt. Und so kommt man dann zunächst Ende 63 zu den sogenannten Stillstandsabkommen, man könnte auch sagen Waffenstillstandsabkommen, denn mittlerweile herrscht auf dem Stahlmarkt ein regelrechter Krieg unter Konkurrenten. Man verspricht sich Ende 63 hoch und heilig, dass keiner mehr die Preise unterbieten wird und dass alle die Regeln respektieren werden und dass alle sich Disziplin auferlegen werden und die Produktion nicht noch weiter anziehen wird. Auch das hat alles nichts genützt, sodass man ein Jahr später im Dezember 64 dazu übergeht, ein erstes Produktionskartell zu gründen, bei dem jedes Land, das mitmacht, eine feste Quote bekommt, so und so viel dürft ihr produzieren und nicht mehr. Aber auch das funktioniert nur sehr bedingt. Eigentlich sind von den sechs Ländern nur vier, die mitmachen. Die Holländer und die Italiener scheren ziemlich schnell aus. Und auch die Belgier verlassen ganz schnell das gemeinsame Boot, sodass die Franzosen, die Deutschen und die Luxemburger Ende 64 eigentlich allein auf weiter Flur stehen und verzweifelt versuchen, die Lage irgendwie in den Griff zu bekommen. Und weil es eben innerhalb der Stahlunternehmen selbst so viel Zoff und so viel Zwietracht gibt, hat man sich eben ausgedacht, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wie ich vorhin angedeutet habe, bei dieser memorablen Sitzung im Dezember 65, dieses Kartell unter die Schirmherrschaft der Hohen Behörde zu stellen, damit eigentlich die Hohe Behörde sozusagen der Garant werden würde, damit die einzelnen Unternehmen brav bei der Stange bleiben und die selbst auferlegte Disziplin auch respektieren wird. Da sie nun aber, und ich komme später nochmal darauf zurück, von der Bundesbehörde eine Absage bekommen, gehen sie dann dazu über,
das bis dato ausgedehnteste und ausgetüftelste Kartell auf die Beine zu stellen, das es bis dahin je in der Stahlindustrie gegeben hat. Da ist die schematische Darstellung, ich werde Ihnen das erklären. Ich habe leider, Sie werden das sowieso wahrscheinlich auch nicht lesen können, ich habe leider es nicht fertig gebracht, das zu übersetzen, aus technischen Gründen. Das ist mit einem Programm gezeichnet, das Programm gibt es nicht mehr, funktioniert nicht mehr, ich komme nicht mehr rein in die Datei, deshalb konnte ich das jetzt nicht übersetzen für Sie. Aber ich werde das mündlich tun und Ihnen auch kurz erklären, wie dieses Gebilde vom Kartell funktioniert. Bevor wir zu den Einzelheiten kommen, aber ein paar allgemeine Dinge, die man vielleicht wissen könnte oder sollte. Das Kartell, der Entwurf, ist eigentlich ein französischer Entwurf. Ist auf dem Mist von Jacques Ferry gewachsen, dem Präsidenten der Chambre syndicale de la sidérurgie française. Das ist also das Gegenstück zur WESI, also der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie aus Düsseldorf, also der deutschen nationalen Organisation der Stahlhersteller, so ist die Chambre syndicale das Gegenstück in Frankreich. Die Franzosen haben also die Grundlinien dieses Kartells ausgearbeitet und das Kartell ist oder tritt in Kraft rückwirkend auf den 1. Januar 1966 und ist gültig für ein Jahr, also bis zum 31. Dezember 1966. Zumindest vorübergehend, dachte man, denn man hoffte selbstverständlich, es nach Ablauf dieser Jahresfrist zu verändern. Nun kommt aber zu allem Ungemach hinzu, dass diese hier aufgestellten Regeln, die ich Ihnen noch erklären werde, nicht von vornherein, nicht von allen Gruppen respektiert werden, sondern verschiedene wollten nur bei verschiedenen Dingen im Kartell mitmachen, sodass das Kartell eigentlich an sich ein Wirrwarr auch von Sonderklauseln, von Opt-in-Out-Klauseln für Einzelne darstellt und vor allem auch ein Kartell, das in der Form so erst im Laufe des Jahres 66 entsteht und permanent umgebaut wird. Das heißt, hier haben Sie nur eine Grundstruktur, die aber in permanentem Wandel ist, weil man, als das Kartell in Kraft tritt, im Januar 66, noch keineswegs alle Bedingungen stehen hat und man sich noch keineswegs über alle Vertragsbestimmungen einig ist. Verschiedene Vertragsbestimmungen werden in der Tat erst im Laufe des Jahres 67 ausgehandelt, nachdem das Kartell eigentlich schon aufgehört hat zu existieren, denn es wurde, ich lese das mal vorweg, nicht verlängert. Und es wurde also eigentlich nur nachträglich verfeinert, um die Abrechnung machen zu können und sonst gar nichts. Das heißt, Sie sehen, das ist eine komplizierte Sache, besonders da, ich habe das auch schon angedeutet, die Niederländer bei der Produktionsreduzierung gar nicht mitmachen und auch die Italiener sind, ziemlich unzuverlässige Gesellen. In Italien gibt es eigentlich, oder kann man jetzt vereinfacht dargestellt, drei größere Gruppen sehen von Stahlindustriellen. Das ist zunächst einmal die wichtigste nationale Organisation, der Acider. Die wird hauptsächlich vom italienischen Staat auch unterstützt, weil das de facto ein Staatsunternehmen ist. Die kündigen an, sie machen mit. Aber weil die Konkurrenz, die ISA, nicht mitmacht und die dritte Gruppe im Bunde, die Bresciani, die berühmten Bresciani, auch nicht mitmachen,
sagen die Herrschaften von der Asidero, ja, wir brauchen eine Quote nicht für Italien, sondern nur für unsere Organisation. Und da wir in Italien zu kämpfen haben mit Dissidenten, die nicht mitmachen wollen, brauchen wir auch eine Erhöhung unserer Quote. Und kaum haben die anderen sich begacheln lassen und schlussendlich nachgegeben und gesagt, okay, gut, wir geben euch ein paar Prozentchen mehr. Da ist die ISA wieder da und sagt, ja, jetzt wollen wir auch mitmachen. Aber die haben so viel gekriegt, dann wollen wir auch mehr haben. Unendliche Tricksereien, die da gelaufen sind. Und die von vornherein ebenso Länder wie Italien zu sehr unzuverlässigen Partnern gemacht haben. Sodass das Kartell, so wie es eigentlich hier steht, hauptsächlich eine Sache ist zwischen Franzosen, Deutschen, Belgiern und Luxemburger. Das Kartell besteht eigentlich aus drei Teilen. Zunächst hier mal oben das sogenannte Stahldach. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit, also das Stahldach. Ne? Das ist ein Produktionskartell, das die Produktion festlegt und reduziert und dann auf die einzelnen Gruppen aufteilt. Das heißt, man hatte vereinbart, dass man eine Maximalproduktion innerhalb der Montanunion von 6,9 Millionen Tonnen pro Monat zulassen würde. Man blieb damit unter der psychologisch wichtigen Obergrenze von 7 Millionen, die man auf keinen Fall überschreiten musste, oder wollte, Entschuldigung. Man muss sich aber jetzt im Klaren sein, was das bedeutet. Eine Rücknahme der Produktion auf 6,9 Millionen Tonnen pro Monat bedeutet eine Einbuße der Produktion um etwa 18-19%. Das muss man sich mal vorstellen, das ist enorm. Und dabei waren die Herren aus dem Stahlclub sich alle einig, dass das nicht einmal ausreichen würde, diese Produktionsverknappung, um damit die Preise in die Höhe zu treiben. Denn das ist der Hintergedanke bei der ganzen Sache. Produktion runterfahren, das Angebot im Markt verknappen und durch diese Verknappung die Preise wieder hochzupendeln. Also Stahldach mit einer Obergrenze, die nicht zu überschreiten war. Einfach als Beispiel, die Deutschen haben 42,8% von dieser Quote dürfen produzieren. Die Franzosen haben eine Quote von 22,4%, die Belgier von 15,3%, die Italiener von 10,6% und die Luxemburger von 5,3%. Man teilt sich also die Produktion auf, indem man sie auch reduziert. Das reicht aber nicht aus, um den Markt wieder in den Griff zu kriegen. Und deshalb hat man, genau wie in den 30er Jahren bereits, auch Kontore gegründet für einzelne Stahlprodukte. Insgesamt 6 an der Zahl für die wichtigsten Stahlprodukte, Formstahl und Breitflanschträger, viel Maschine, also Drahtprodukte, Feinbleche, dann Bandeisen, Stabeisen und schließlich Witten- und Grobbleche. Und diese Kontore für einzelne wichtige Produkte der Stahlindustrie umfassen sowohl die Exporte, wie auch die Binnenmärkte der 6 beteiligten EEKS-Länder, als auch die sogenannten Interpenetrationen, das heißt, der Warenfluss innerhalb der Montanunion, also Exporte von Deutschland nach Frankreich oder von Belgien nach Frankreich oder nach Deutschland, also den Austausch innerhalb der Montanunion. Für jedes dieser Produkte gibt es eine Sonderkommission, die den Markt beobachtet, die Preise festlegt, die die Produktion orientiert, beziehungsweise den Verkauf orientiert, die Absatzmärkte sucht,
und je nach Absatzmarkt eben auch Preisempfehlungen gibt. Und auch da wird die Produktion geteilt. Denn neben einer Regelung der Produktion, die also hier oben erfolgt durch das Stahldach, kommt es hier auf der Ebene der Kantone zu einer Regulierung der Lieferungen, der tatsächlichen Lieferungen der Unternehmen in den Markt. Und wer sagt Regulierung der Lieferungen, sagt auch gleichzeitig Regulierung der Erlöse, die die einzelnen Unternehmen einstecken. Und man versucht eben auch hier eine ausgleichende Gerechtigkeit herzustellen, damit jeder wenigstens ein Minimum verdient. Denn innerhalb dieser Kantone hat jede Gruppe, jede nationale Gruppe, wieder einmal eine Quote. Und diese Quote, die schwankt ein bisschen so wie die europäische Währungsschlange später, die schwankt innerhalb einer Bandbreite von einem Produktionsmaximum von 102,5% und einem Minimum von 79,5%. Im Klartext heißt das, wenn jetzt ein Unternehmen ohne selber es zu verschulden, weniger als das Minimum, also 97,5% seiner Quote, verkauft, dann hat es automatisch Anrecht, dass das Kartell ihm Ersatzaufträge besorgt, die ihm erlauben, eben wieder an diese Minimumgrenze heranzukommen. Dagegen jedes Unternehmen, das über 2,5% verkauft, muss das, was es über 2,5% verkauft hat oder verkauft hätte, wenn es die Aufträge angenommen hätte, muss diese Aufträge abgeben an diejenigen Unternehmen, die weniger Aufträge haben. Das heißt also, Sie sehen hier, diejenigen, die zu viel produzieren, müssen abgeben, diejenigen, die zu wenig produzieren, haben ein Anrecht auf eine Minimalproduktion, die es ihnen erlaubt, zu überleben. Und es kommt eben da zu einem Austausch, der eben auch die Gewinne der Unternehmen schlussendlich reguliert. Daneben gibt es eine ganze Reihe von natürlich Zwangsmaßnahmen. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen seine Quote in der Stahlproduktion überschreitet, muss es eine Strafe zahlen. Der Betrag wurde nie festgelegt. Man hatte an 10 oder 20 Dollar die Tonne gedacht, wurde aber nie festgelegt und auch nie festgelegt, was mit dem Geld passieren soll. Anders aber verhält es sich mit den Kantonen. Wenn da die Quote überschritten wird, wird eine Strafe bezahlt von 20 Dollar, beziehungsweise wird überhaupt auf der Gesamtproduktion ein Betrag aufgehoben, also eingesteckt. Jedes Unternehmen muss pro Tonne einen bestimmten Betrag abzahlen in eine Kasse, eine Exportkasse, mit der Exporte subventioniert werden. Denn dieser Ausgleich hier innerhalb der Kantone passierte meistens auf den Exportmärkten. Das heißt, ein Unternehmen, das zu wenig produzierte, das seine Minimalquote nicht erreichte, bekam meistens Exportaufträge. Da muss man wissen, Exportaufträge sind nicht so interessant, weil die ganz oft niedrigere Preise erzielen. Das heißt, Unternehmen, die Exportaufträge bekommen hätten, um auf ihre Quote zu kommen, wären schlechter weggekommen. Und deshalb gibt man ihnen auf diesen Exporten eine Subvention, die man aus der gemeinschaftlichen Kasse herausnimmt. Das heißt, jeder solidarisch also trägt dazu bei, dass eigentlich jedes Unternehmen gleich viel verdient, ob es nun für den Export arbeitet oder für den Binnenmarkt arbeitet, der interessanter ist, preislich gesehen. Also das macht keinen Unterschied mehr, weil man eben diese Ausgleichszahlungen innerhalb des Kartells hatte. Schließlich kommen dann drittens eben flankierende Maßnahmen hinzu,
wenn man eine Exportkommission bildet, die die Exporte orientiert, die den Exportmarkt genau analysiert und auch eben dann Anweisungen gibt an die einzelnen Kontore, wie sie sich verhalten sollen. Es gibt Preisvorschriften, sogenannte Direktionspreise werden eingeführt. Das heißt, jede nationale Gruppe gibt für ihren nationalen Markt verbindliche Preisempfehlungen heraus, an die jeder sich halten muss, auch in der Penetrationslieferung. Das heißt, wenn zum Beispiel Deutsche nach Frankreich etwas liefern wollen, dann müssen sie das liefern zu dem Preis, den die französische Chambre syndicale de l'Sidérurgie festsetzt. Und sie dürfen diesen Preis nicht unterbieten. Und wenn die Deutschen jetzt zum Beispiel ihre Quote voll haben und nichts mehr nach Frankreich liefern können, weil sie sowieso schon ihr Kontingent ausgeschöpft haben, dann müssen sie Schutzpreise anbieten. Das heißt, sie müssen ihre Preise höher setzen und niemand kauft mehr bei ihnen. Der Kunde hat also den Eindruck, ja, er kann nach wie vor Preise in ganz Europa anfragen, aber natürlich wählt er den billigeren Anbieter und nicht den teureren. Das heißt, im Grunde genommen, diese Schutzpreise sind ein Verbot des Marktes. Darüber hinaus gibt es auch regelrechte bilaterale Interpenetrationsabkommen zwischen einzelnen Staaten, zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich. So viele Tonnen dürfen die Franzosen nach Deutschland auf den Markt bringen und so viele Tonnen dürfen die Deutschen nach Frankreich auf den Markt bringen. Und damit, mit diesen Preisvorgaben, mit diesen Interpenetrationsabkommen, haben die Stahlclubherren eine Todsünde begangen in den Augen der hohen Behörde. Denn das ist nun wirklich die heilige Kuh im EEKS-Vertrag gewesen, der freie Binnenmarkt innerhalb der 6 Mitgliederländer und die Transparenz der Preise. Und daran eben hatten die Herren gerüttelt und das war in den Augen mancher inakzeptabel. Und damit sind wir dann eben wieder zurück in Luxemburg an der Hohen Behörde. Diese Hohe Behörde ist eigentlich als Institution ein Unikat, kann man so sagen, weil es eine supranationale Behörde ist, also eine nicht nationale, sondern übergeordnete internationale Behörde, bestehend aus 9 Männern, die aus den 6 Ländern der Montanunion kommen und die über den Kohle- und Stahlsektor schalten und warten. Steht also unter ihrer Autorität und nicht mehr unter der Autorität der nationalen Regierung. Das war etwas ganz Neues. Das hat es bis dahin nicht gegeben oder nicht in der Form gegeben, auch wenn es wir wissen heute durch einzelne historische Studien, dass es schon weitläufige Vorläufer für diese supranationale Idee gab. Aber so wie die Hohe Behörde der EGKS funktionierte, das war einzigartig, absolut einzigartig. Und deshalb hat sich auch zu Beginn der 50er Jahre, als das eingeführt worden ist, haben sich die Besucher in Luxemburg die Klinke in die Hand gedrückt, jeder wollte diese Hohe Behörde bestaunen und wissen, wie das funktioniert, diese neuartige Form der Governance, wie man heute sagen würde. Bloß, das sind längst vergangene Zeiten gewesen. Denn Anfang der 60er verblasst, ist die Hohe Behörde längst verblasst. Auch dafür gibt es viele Gründe. Zunächst ab Mitte der 50er Jahre die Kohlekrise. Sehr schnell haben die nationalen Regierungen der Hohen Behörde einen Maulkorb aufgelegt, besonders die deutsche, die belgische und die französische Regierung, die ihre Zechen retten wollten, wollten nicht, dass die Hohe Behörde ihnen da ins Geschäft reinredet und haben die mal ganz einfach in die Ecke gedrückt.
womit eben auch ein Großteil eben dieses Heiligenscheins, würde ich fast sagen, der Roten Hürde schon längst verblasst ist. Dann 57 Unterzeichnung der Rom-Verträge, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, wird gegründet. Der neue Star ist die Kommission in Brüssel. Die Hohe Behörde in Luxemburg ist ein alter Hut. Man hatte auch von Anfang an, vom Anfang der Gründung der EWG an, die Idee gehabt, die Montanunion einfach in der neuen EWG aufgehen zu lassen. Daraus wurde nichts. Es blieb aber, dass man lange verhandelte und schließlich 1965 auch zurande kam, um die Exekutivorgane der beiden Gemeinschaften zu fusionieren. Das heißt, die Hohe Behörde der EGKS sollte verschwinden und durch die Kommission in Brüssel ersetzt werden. Das ist der sogenannte Fusionsvertrag von 65, beschlossene Sache, war bloß also nur noch eine Frage der Zeit, wann die neuen Herren der Hohen Behörde ihren Hut nehmen müssen. Das heißt, Sie sehen, diese Hohe Behörde war damals in ziemlich schlechten Tüchern. Und Sie verstehen demnach auch, dass das allgemeine Klima nicht unbedingt dazu angetan war, jetzt auch noch großartige Experimente zu machen. Den Herren in Luxemburg geht es zukünftig eigentlich, wenn ich das jetzt mal so vereinfacht und salopp darstellen möchte, geht es hauptsächlich nur noch darum, die Ehre vor allem auch der Gründerväter Robert Schumann und Jean Monnet über die Runden zu retten für die Nachwelt, als eben die Ideengeber von den Anfängen der europäischen Integration. Das ist ihr Hauptanliegen. Wie schaffen wir es, den alten Glanz irgendwie zu retten für die Nachwelt? Und wir werden sehen, dass das eine fundamentale und auch fatale Rolle spielen wird. So. Das ist nämlich auch schlussendlich, also diese Angst, etwas zu tun, was schief gehen könnte, vergessen wir auch nicht, vielleicht, ich habe das vergessen zu sagen, zu der damaligen Zeit ist in Frankreich der große General am Ruder, de Gaulle, und de Gaulle ist nicht unbedingt ein großer Fan von Supranationalität gewesen, sondern eher ein Mann, der für das Europa der Staaten steht, und der den ganzen Laden in Luxemburg am liebsten heute dicht gemacht hätte. So dass man sehr vorsichtig sein musste in der Hohen Behörde, wie man vorgeht. Und daher erklärt sich auch, warum man an dieser memorablen Sitzung im Dezember, am 14. Dezember 65, nichts von dieser Idee der Stahlbosse wissen wollte, um dieses Kartell unter die Obhut der Hohen Behörde zu stellen. Also, deshalb auch eine sehr vorsichtige Vorgehensweise im Vorfeld dieser Versammlung hatte man eine Arbeitsgruppe gebildet, die von Seiten der Hohen Behörde aus Vorschläge machen sollte, wie man die Krise in den Griff kriegt. Und zu diesem Zweck hatte man eine Arbeitsgruppe eingesetzt unter der Führung von dem deutschen Mitglied der Hohen Behörde, Fritz Hellwig. Der war zu der damaligen Zeit in der Kur in Baden-Baden. Und deshalb hat man die ganze Mannschaft, den ganzen Beamtenstab aus Luxemburg nach Baden-Baden geschickt, um die Lage zu studieren. Dass die Herren nach Luxemburg zurückkommen, sind die Koffer leer, denn sie haben keine Idee, wie man die Sache schaukeln könnte. Das heißt, diese ganze Schwarzwald-Expedition war ein Schuss in den Ofen und der Präsident der Hohen Behörde, Dino Del Bo, hier sehen wir den in der Mitte, Italiener, kleiner Mann, wusste
wusste also, dass er den Stahlbossen mit leeren Händen gegenüberstand. Und ihm fällt auch nichts Besseres ein, kann auch nicht anders, als den Stahlindustriellen eine ganz schwammige, ausweichende Antwort auf ihr Angebot zu geben. Er sagt ihnen, ich habe ihnen das auch hier jetzt wortwörtlich vorbereitet, er sagt ihnen, dass die Industriellen sich vorbereiten sollen auf die Einführung von Produktionsquoten, ohne sich weiter darum zu kümmern, was da kommt. Denn wenn es in der Politik eine Logik gibt, dann die, dass es den Regierungen schwerfallen würde, einen Aktionsplan abzulehnen, der von allen Industriellen getragen und von der hohen Behörde gestützt wird. Wenn es trotzdem nicht klappen sollte, dann müsste man weiterschauen. Also, schwammiger geht es nicht mehr. Man hoffte also, dass die Industriellen auf ihre Regierungen genügend Druck machen würden, damit die Sache in die Gänge kommt und dann könnte sich die hohe Behörde damit einklinken und ihren Segen geben. Aber vorher, oh, machen wir lieber nichts, denn wir könnten uns die Finger verbrennen. Denn als daraufhin der französische Präsident, der Präsident der französischen Stahlvereinigung, Ferry, fragt, ja, wir sollen uns hier vorbereiten auf Produktionseinschränkungen, die wir uns autodisziplinär auferlegen. Was ist aber mit möglichen Sanktionen? Denn der Vertrag von Paris, der die Montanunion eingeführt hat, sah im Falle von Kartellverstößen sah saftige Strafen vor. Und da wollten die Stahlherren natürlich Gewissheit haben, dass sie nicht nachher zur Kasse gebeten würden. Und daraufhin eben sagt man, nee, mein Herr, also der Vertrag ist der Vertrag. Und das hat dann jeder auch verstanden und deshalb sind die Stahlindustriellen von Luxemburg abgereist mit der Überzeugung, dass mit den neuen Herren da kein Krieg zu gewinnen ist und dass man eben egal wie, versuchen muss, alleine über die Runden zu kommen. Und man hat eben angefangen, dieses Superkartell, das ich Ihnen vorhin erläutert habe, auf die Beine zu stellen. Nichtsdestotrotz bleibt, dass eben gerade diese Sache die hohe Behörde zukünftig regelrecht in zwei Lager spannt, die es schlussendlich nicht mehr fertig bringen, sich zu verständigen. Einerseits haben wir das, was ich nenne, die Fundamentalisten der legalen Ordnung, die auf einer strikten Ausführung der Vertragsbestimmungen bestehen, koste es, was es wolle, stur. Und auf der anderen Seite die sogenannten Pragmatiker, die trotz aller Verbote und trotz aller Gebote versuchen irgendwie eine gangbare Lösung zu finden. Und wir werden sehen, wie das in der Praxis ausschaut. Und der Zopf geht gleich los am Tag darauf, am 15. Dezember. Denn wie der Zufall es so will, schließt an dem Tag ein Stab von Beamten der Montanunion, die eine Enquete-Kommission gebildet haben, ihren Abschlussbericht ab über die sogenannte Klabeck-Argemax-Stabstahlvereinigung-Affäre. Das ist eine knusprige Sache. Die fängt an, eigentlich Anfang der 60er Jahre im Ahrtal in der Nähe von Bonn mit dem Bau des sogenannten Ausweichssitzes der Bundesregierung, also dem Bunker, dem Atombunker der Bundesregierung. Dafür wird natürlich viel Stahlstahl gebraucht, im Beton. Und deshalb hatte die Arge Max, also die Arbeitsgemeinschaft Max, die sich um den Bau kümmerte, hatte ein Abkommen getroffen mit 12 deutschen Stahlunternehmen, die die Betoneisen liefern sollten. Schon alleine das war eigentlich ein Verstoß gegen die Regeln in den öffentlichen
die Ausschreibung machen müssen. Wird also unter der Hand vergeben an 12 deutsche Sozialunternehmen, worunter auch die luxemburgische Arbeit ist, denn die Arbeit hatte ein Werk in Burbach an der Saar und deshalb ist die Arbeit als einziges ausländisches Werk auch hier mit drin verschafft. Nun liefert also diese eigens für den Bau des Regierungsbunkers gebildete Stadtstaatvereinigung liefert das Eisen. Und die Herren merken dann ganz schnell, dass ihnen Ungemach droht von der belgischen Stahlhütte von Klabeck in der Nähe von Brüssel. Klabeck war immer bekannt als eines der Unternehmen, die die untersten Preise angeboten haben. Und dann auch noch neben den ohnehin schon sehr niedrigen Preisen auch noch okkulte Rabatte gegeben haben, also die getrickst haben, wo es nur ging. Und die riskierten natürlich, das hatte man mitgekriegt, dass die nochmal die Preise senken wollten von 3.600 auf 3.100 Franken pro Tonne Stahlstahl, die riskierten damit, die Preise nicht nur in Belgien, sondern auch in Deutschland zu versauen. Und deshalb ging die Stahlstahlvereinigung hin, und hat bei Klabeck mächtig Druck gemacht. Man hat denen gedroht, wir werden euch bei der Hohen Behörde anschwärzen mit euren illegalen Praktiken. Und da hat man sich dann aber doch geeinigt, indem man sagt, okay, wir kaufen euch Kontingent von 10.000 Tonnen, kaufen wir euch ab zu einem anständigen Preis und im Gegenzug dafür lasst ihr eure Preise auf dem bestehenden Jetzt-Niveau von 3.600 stehen. Dann ist jeder zufrieden, denn die Deutschen konnten das in Belgien heimlich gekaufte Stahleisen auf dem deutschen Markt für wesentlich mehr als 3.600 Franken verkaufen. So hat man noch eine super Affäre dabei gemacht, denn insgesamt hat die Stahlstahlvereinigung damit etwa so 6 bis 7 Millionen D-Mark nebenbei verdient. Diese ganze Sache war aber aufgeflogen. Und die Hohe Behörde hatte ihre Beamten losgeschickt, um das zu untersuchen. Und der Abschlussbericht ist eben am 15. Dezember, einen Tag nach der Sitzung mit den Stahlindustriellen, ist der Abschlussbericht fertig. Und es besteht kein Zweifel daran, dass es da jede Menge Verstöße gegeben hat und dass da getrickst wurde nach allen Regeln der Kunst und der Vertrag von Paris mehrfach über den Haufen gestoßen wurde. Die einzige Frage, die es zu klären gab, war eigentlich nur noch die, zu welchen Sanktionen verdummen wir die Unternehmen, die hier den Vertrag missbraucht haben. Und da gehen die Meinungen unwahrscheinlich auseinander. Da ist zunächst einmal und vor allem der Mann, von dem wir heute noch mehr hören werden, der Holländer Johannes Lindhorst Roemer. Das ist nun wirklich ein Rechtsfanatiker. Und er ist es leid, sich immer wieder von diesen Industriebossen auf der Nase herumtanzen zu lassen. Er will jetzt Revolution schaffen und er will exemplarisch bestraft werden. Das umso mehr, da auch bereits zu der damaligen Zeit besonders in den holländischen Zeitungen Presseberichte gedruckt wurden über unkoschere Absprachen zwischen Industriellen und dass vor allem ab Januar europäische Parlamentarier, also Leute, Deputierte aus dem Europaparlament, parlamentarische Anfragen stellten, was da los sei. Und als Holländer fühlt sich natürlich Lindhorst Roemer ganz besonders im Visier und er will natürlich hier auch Eindruck schinden. Kommt hinzu, dass Lindhorst Roemer ein ziemlich eitler Kerl gewesen ist, der keine Gelegenheit ausgelassen hat, vor die Presse zu treten. Und er liebt es, im Blitzlichtgewitter der Journalisten zu stehen. Insofern ist dieses Foto nicht von ungefähr gewählt. Jedenfalls also, er will hart durchgreifen und sieht damit eigentlich auch ein bisschen eine Möglichkeit, das möchte ich auch gleich mal vorweg schicken, er sieht darin auch eine Möglichkeit, dem schwachen italienischen Präsidenten der Hohen Behörde am Zeug zu flicken und sich in den Vordergrund zu stellen. Diese
Sanktionen, die von Lindhorst-Hohmann gefordert werden, sind aber gar nicht nach dem Gusto von den zwei deutschen Vertretern in der Hohen Behörde. Hellwig und Karl-Maria Hettlage möchten nämlich bestenfalls symbolische Strafen drehen. Und gegen die Stammstaatvereinigung sowieso könnte man keine Geldstrafe verhängen, sondern der könnte man höchstens einen bösen Finger machen, denn rein vom Vertrag her ist so eine industrielle Vereinigung eigentlich nicht vorgesehen, also kann man sie auch nicht bestrafen. Es gibt also gute legale Gründe, warum die Deutschen zum Teil überhaupt keine Strafe und für die Unternehmen als individuelle Unternehmen nur sehr milde Strafen wollen. Dazu kommt natürlich, jeder weiß ja, die Hohe Behörde ist eine Behörde auf Zeit. Hellwig hat vor, noch weiter Karriere zu machen, entweder im Bundestag in Bonn oder vielleicht auch in der Kommission in Brüssel. Für beides braucht er natürlich die Unterstützung auch der deutschen Politik und der deutschen Industrie. Und da jetzt zu viel Krach zu machen, wäre für seine eigene Karriere auch nicht unbedingt sehr förderlich gewesen. Also lieber mehr oder weniger Deckel drauf. Das hätte auch am liebsten Dino Depot, der Präsident. Denn er sieht ganz klar, es geht nicht darum, sich irgendwie jetzt hier vor irgendwelchen Journalisten zu verantworten. Das Hauptproblem ist die Wirtschaftskrise, die müsste man in den Griff kriegen und das geht nur zusammen mit den Industriellen. Anders ist das nicht zu machen, also bitte nicht zu viel lernen. Allerdings gefällt das dem Belgier Copé gar nicht, denn der weiß natürlich, ja gut, es gibt zwar keine legale Handhabe, um die Stammstaatvereinigung der Deutschen in die Pfanne zu hauen, aber Klabeck würde mit Sicherheit in die Pfanne gehauen und müsste zahlen, würde zur Kasse gebeten. Und damit ist er nicht einverstanden, denn das wäre seiner Meinung nach völlig ungerecht. Und Sie sehen, hier gehen jetzt schon die Meinungen unwahrscheinlich auseinander, besonders da auch der luxemburgische Vertreter in der Hohen Behörde, Albert Perer, mahnt, dass man so nicht heil aus der Affäre rauskommen wird. Denn auch nur symbolische Strafen zu verhängen, sagt er, das ist schlussendlich die Lösung, die man zurückbehielt in der Hohen Behörde, trotz der Warnung von Perer. Denn er sagt, also auch symbolische Strafen, auch nur leichte Strafen, milde Strafen, werden nichts an der Tatsache ändern, dass die Herren aus dem Star-Club die Überzeugung haben werden, dass man ihnen auf den Schlips tritt. Und das mögen die gar nicht. Weber kennt die Herren gut, er hat beste Beziehungen zur Arbeit, er weiß, wie die Herren in den Chefetagen ticken und er weiß eben vor allem, dass die es nicht mögen, wenn man sie verdummt. Die Arbeit zum Beispiel sollte 20.000 D-Mark bezahlen. Das ist ein Knacks, den hätte man aus der Portokasse zahlen. Aber der Umstand alleine verdonnert worden zu sein, und zwar von Leuten aus einer Behörde, die ganz offensichtlich nicht imstande waren, irgendetwas Konkretes, Konstruktives zur Bekämpfung der Krise zu tun, das war doch für die Herren in den Chefetagen ein bisschen starker Tobak. Und deshalb reagieren sie genauso, wie Albert Weber das vorausgesagt hat. Sie schmollen. Im März 66 hätte eine neue Versammlung stattfinden sollen mit der Hohen Behörde. Die Herren lassen verkünden, die kommen nicht. Sie schicken Leute, Vertreter, also Leute zweiten oder dritten Ranges nach Luxemburg. Und über diese Sitzung gibt es leider kein Protokoll, aber das findet man so zwischen den Zeilen heraus. Es muss furchtbar gerumst haben, denn Lindhorst-Hohmann konnte sich nicht verkneifen, den Herren eine Predigt zu halten über die bösen Verstöße und anscheinend haben die Stahlindustriellen daraufhin die Tür zugeknallt und sind auch auf und davon, ohne dass irgendetwas in Luxemburg geschehen wäre. Und da fängt es dann allmählich an, den meisten unter den neuen Herren zu dämmern, dass das schief ausgehen könnte, dieser Bruch eines jeden Kontaktes mit den Leuten, mit denen man ja eigentlich permanent im Gespräch sein müsste, um die knifflige Lage im Markt
zu bereiten. Aber es ist zu spät zur radikalen Umkehr. Denn mittlerweile haben diese Europaabgeordneten, diese holländischen Europaabgeordneten, durch die Presse zusätzliche Informationen bekommen über die Existenz eines internationalen Feinblech-Syndikats. Das ist das, was kommt immer vom Feinblech. Haben was gehört über ein deutsches Schiffsbaustahlkontor, das innerhalb von der deutschen Gruppe funktionierte. Und sie haben angekündigt im Plenum in Straßburg, also im Straßburger Parlament, dass sie eine öffentliche Anhörung ansetzten und gerne von der hohen Behörde da Informationen über diese Kartelle ergaben. Zudem hat Lindhorst-Hohmann auch keine Gelegenheit ausgelassen, überall, wo er nur konnte, Pressekonferenzen abzugeben oder Pressemitteilungen zu verschicken, in denen er ganz eigenmächtig, allein, ohne die anderen Kollegen zu fragen, geschweige denn sie ins Bild zu setzen, ankündigt, man werde Remedur schaffen, man werde hier jetzt alle schmutzige Wäsche waschen und der Öffentlichkeit zeigen, wie stramm die hohe Behörde noch, wie stramm und rüstig sie noch ist und wie rüstig sie handeln könnte. Damit hat Lindhorst-Hohmann seine Kollegen regelrecht als Geisel genommen. Die können gar nicht anders mehr, als nolens volens die Untersuchungen gegen die Kartelle wieder aufzunehmen. Und das lohnt sich, denn innerhalb kürzester Zeit finden die Inspektoren der Hohen Behörde, das sind eigentlich nur etwa 20 Leutchen, also sehr wenige Inspektoren, die finden innerhalb kürzester Zeit jede Menge Hinweise auf wenigstens 60 Treffen auf der Ebene der Chefetage des Stahlclubs, auf mehrere hundert Sitzungen, die gedacht waren, um die Kartelle vorzubereiten. Man weiß bestens Bescheid, wie das Ding funktionierte, wie das Kartell funktionierte. Aber um eben herauszufinden, wie diese Schattenmontage-Union, kann man regelrecht sagen, funktionierte, hatten sie einen hohen Preis zahlen müssen. Denn die Industriellen schalten jetzt wirklich auf Sturz. Besonders die Deutschen, denn die große, große Mehrzahl der Untersuchungen wurde bei deutschen Unternehmen durchgeführt. Und das geht so weit, dass die deutschen Stahlindustriellen Inspektoren der Hohen Behörde den Zutritt zu ihren Archiven verweigern, androhen, Prozesse zu führen gegen die Hohe Behörde, die in Material schnüffeln würde, dass sie nichts angeht. Es kommt also auf Biegen und Brechen. Und die Hohe Behörde, wenn sie sich denn jetzt hätte durchsetzen wollen, hätte sie tatsächlich den Gerichtshof in Luxemburg, den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg bemühen müssen, um Erlaubnis zu erzwingen, in den Archiven der Unternehmen nach Beweismaterial für die Existenz der Kartelle zu suchen. Allerdings, mittlerweile haben die Inspektoren der Hohen Behörde ja Einsicht in diese Akten gehabt. Und sie haben auch gesehen, dass sich ihre eigenen Chefs im Dezember mit den Stahlindustriellen an einen Tisch gesetzt haben und über Produktionseinschränkungen geredet haben. Steht alles nicht im Vertrag. Und da sind manche unter den untergeordneten Beamten, die sich fragen, was soll das eigentlich hier? Was machen unsere Chefs da oben? Ja? Die finden den Vertrag ja nicht mehr richtig an. Und es kommt auch zu einem Bruch innerhalb der Montanunionsverwaltung, wo die Kritik der untergeordneten Beamten an ihren Chefs immer lauter wird. Das heißt, da entsteht ein sehr giftiges Klima, hausintern. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Im Übrigen fangen auch mittlerweile die Arbeitergewerkschaften an, unruhig zu werden.
sich anhaltende Krise kommt es zu Kurzarbeit, zur ersten Entlassung. Und die Gewerkschaften sprechen sich eindeutig dafür aus, dass man die Stahlproduzenten, also die Unternehmen, gewähren lassen sollte. Dass man ihnen freie Hand lassen sollte bei der Aufstellung von Kartellen, weil die helfen würden, Arbeitsplätze zu sichern. Da kommt also Druck. Druck national, Druck auch international auf die hohe Behörde. Und was hat die hohe Behörde zu bieten? Man hat wieder mal eine Arbeitsgruppe gebildet. Diesmal nennt man sie eine Taskforce, wie das zu Neudeutsch heißt. Bloß diese Taskforce, die hat zwar jede Menge Ideen, kann sich aber nicht einigen, weil mittlerweile der Krach unter den neuen Herren der hohen Behörde so groß ist, dass man es nicht mehr fertigbringt, etwas Konkretes zu tun, womit alle gemeinsam einverstanden sind. Und dann ist da auch die Stunde der Wahrheit, die allmählich heranrückt. Und zwar am 22. November 1966. Da ist Ministerrat angesagt. Da kommen die Minister, die Industrieminister der Montanunion zusammen, um über weitere Schritte zu diskutieren. Und dabei stellt sich ganz schnell heraus, dass der wahre Gegner der hohen Behörde weniger die Industriellen sind als die nationalen Regierungen. Der französische Industrieminister Marcellin scheut sich nicht davor, auf diesem Ministerrat ganz einfach mal kurzerhand die Einführung neuer Binnenzölle in Europa zu verlangen. Das wäre das Aus der Montanunion gewesen. Es ist aber nicht nur bei der hohen Behörde, wo es allmählich anfängt zu ticken, sondern auch bei den Staatsministern. Auch die fangen an, umzudenken. Sie haben zwar gewiss Angst, besonders die Franzosen, Belgier, vor Verstaatlichung. Auf der anderen Seite aber sehen sie auch, dass es vielleicht gar nicht so falsch wäre, mit ihren nationalen Regierungen einig zu werden, die hohe Behörde fahren zu lassen, das Kartell fahren zu lassen und eben probieren, national eine Lösung durchzupeitschen. Immerhin in Frankreich bietet die Regierung Staatsanleihen an, die es ermöglichen würde, der Industrie sehr billige Kredite zuzuschanzen. Da käme man nicht schlecht weg. Dasselbe gilt in Belgien, in Deutschland. Dagegen offeriert Bonn den Stahlindustriellen Kohlesubventionen, Koksubventionen. Das ist auch eine Form der Hilfe. Versteckt natürlich, aber eben auch eine Form der Hilfe. Und die Deutschen sind sowieso damals eigentlich immer mehr daran interessiert, die vier Verkaufskontore in Deutschland aufzubauen, was eigentlich auf einem indirekten Umweg einem definitiven Ende der von den Alliierten nach dem Krieg praktizierten Entflechtungspolitik gleicht. Die fangen also an, auch allmählich immer mehr national zu denken. Dann hatte der Ministerrat vom November beschlossen, man würde eine Ad-Hoc-Kommission, also eine Spezialkommission Stahl einsetzen, die die Lage analysieren sollte und Vorschläge machen sollte, wie man die Krise in den Griff kriegt. Nur ursprünglich sollten in dieser Ad-Hoc-Kommission nur Mitglieder der Hohen Behörde vertreten sein, also Montanunionsbeamte und Beamte aus den nationalen Regierungen. Von einer Beteiligung der Industrie war keine Rede. Und da haben sich die Industriellen gedacht, oho, da werden vielleicht wichtige Entscheidungen getroffen, wir sind nicht dabei. Die riskieren also ins Abseits zu geraten und sehen allmählich ein, dass sie jetzt jedes Interesse daran haben, aus ihrer Isolation herauszukommen und sich wieder an einen Tisch mit den Herren aus der hohen Behörde zu setzen, um auf diese Art und Weise sozusagen wie der Odysseus mit dem trojanischen Pferd da wieder reinzukommen, wo sie sich eigentlich selbst heraus manövriert haben. Beide Lagen, Industrie und hohe Behörde, haben also gute Gründe, die Gespräche wieder aufzunehmen. Vorbedingung der Industriellen ist nur eine: die Hexenjagd auf die Kartelle muss gestoppt werden.
Damit kann die hohe Behörde leben, die nun der Depot ist bereit, Schwamm drüber. Und 366 Tage nach dem Bruch mit den Industriellen kommt es am 15. Dezember 1966 zu einem neuen Treffen. Dino Delbo als Präsident wollte die Industriellen natürlich begrüßen. Das gelingt ihm aber nicht so richtig, denn Lindhorst Humann fällt ihm gleich ins Wort und hält natürlich der gleichen Moralpredigt. Den Herren macht er den bösen Finger wegen ihrer Kartellverstöße. Die ertragen es diesmal mit Fassung, weil sie wissen, dass die anderen übrigen Mitglieder der Hohen Behörde, die Herr Lindhorst Humann so gut wie in den Schrank gestellt haben und nichts mehr von ihm wissen wollen. Es bleibt, dass Ido Delbo, weil Lindhorst Humann ihn so bloßgestellt hat vor versammelter Mannschaft, so angewidert ist, dass er danach nicht mehr gesehen wird in Luxemburg und dass er auch am 1. März 1967, drei Monate bevor die Hohe Behörde aufgelöst hat, seinen Rücktritt ankündigt, angeblich gesundheitshalber. Warum in Wirklichkeit, können Sie sich ja wahrscheinlich jetzt denken. Und es bleibt der Hohen Behörde also nicht einmal die Schmach einer Interimspräsidentschaft für die letzten lappigen drei Monate, die hier bleiben, einzusetzen. Schlussendlich auch gelingt es nicht, am 28. Juni 1967 auf der allerletzten Pressekonferenz der Hohen Behörde in Luxemburg das zu tun, was man eigentlich vorhatte. Man hatte vor, so eine Art politisches Testament der Hohen Behörde auszuarbeiten, bevor man die Behörde auflöste. Nicht einmal das brachte man mehr fertig, weil unter den 8 noch verbliebenen Männern der Hohen Behörde kein Text mehr zusammenkam, der von allen getragen wird. Und das ist jetzt für mich der Punkt, wo es gilt, Bilanz zu ziehen. Sie sehen, die legalistische Verteidigung, ich würde mal sagen, des Grals der Supranationalität, hat sich eigentlich durch das Vorgehen von Lindhorst Humann hauptsächlich genau ins Gegenteil schlussendlich verkehrt. Und das zeigt eigentlich, wie sehr diese Hohe Behörde, die 1950, 51, als sie geschaffen wurde, eigentlich ein gelungener propagandistischer Paukenschlag zugunsten Europas gewesen war, wie die eigentlich sich in der Praxis schlussendlich als völlig untauglich erweist. Diese Hohe Behörde, diese supranationale Behörde, hat so lange funktioniert, wie es einen starken Präsidenten gab. Ein Jean Monnet oder ein René Mayenne. Solange es einen starken Präsidenten gab, konnte der den Laden im Griff haben und sagen, wo es lag. Einem schwachen Präsidenten wie Dino Delbo musste die Sache wirklich auseinanderfliegen. Und weiß Gott, das ist auch genau das, was passiert ist. Nun darf man allerdings nicht den Fehler begehen, die ganze Schuld auf die Hohe Behörde zu schieben. Denn sie kann eigentlich auch nur das machen, was der Vertrag von Paris ihr vorgibt, ihr erlaubt oder ihm untersagt. Und dabei muss man wissen, dass dieser Vertrag der EGKS ja oder überhaupt diese Montanunion ja eigentlich aus politischen Gründen zustande gekommen ist. Und die Wirtschaft eigentlich nur Mittel zum Zweck gewesen ist. Und deshalb sind die wirtschaftlichen Bestimmungen dieses Vertrages auch ziemlich übers Knie gebrochen und haben eben diese Situation, zu der es in den 60er Jahren kam, überhaupt nicht vorgesehen. Das war im Vertrag einfach nicht vorgesehen und dieser Vertrag war schlussendlich so ein enges Korsett, dass man gar nicht auf die tatsächliche, reale Lage im Markt reagieren konnte. Und ich möchte schließen mit einem kurzen Satz
vom Präsidenten, vom Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie aus Düsseldorf, Herbert Köhler, der das alles in einem Satz wunderbar auf eine Formel gebracht hat, indem er sagte, der Vertrag verbietet, was nützlich wäre, ohne aber selbst alternative Lösungen vorzuzeigen. Danke.